Hey Freunde, damit kommen wir zur Terraner Woche 7 Herausforderung Phase 3 von 3, Jage Velociraptoren. Insgesamt braucht ihr zwei Stück davon, aber ich sag euch gleich, die sind gar nicht so leicht zu finden, beziehungsweise tauchen sie dann nie auf, wenn man sie braucht. Ich markiere euch mal hier, wo man sie öfters findet, also hier zwischen Sweaty Sands und Holy Hatches. Dann hier unten bei Misty Meadow. Und hier rechts von Lazy Lake. Also dort habe ich öfters welche gesehen. Aber wir fangen jetzt erstmal hier zwischen Holy Hatches und Sweaty Sands an. So, als erstes solltet ihr hier erstmal beim Haus landen und Waffen looten. Na, da hören wir schon welche rumschießen. Die schießen uns die höchstwahrscheinlich weg. Weil jeder seine Aufgabe schnell fertig machen will. Aber mit dem Bogen werden wir da wohl nicht weit kommen. Da brauchen wir noch ein paar andere Waffen. So. Sturmgewehr und Granaten sollte erstmal reichen. So, und hier höre ich irgendwo ein. Ja, da vorne haben wir einen. Aber leider nur einen. Zack, den ballern wir schnell weg. Und damit hätten wir eins von zwei. Jetzt kommen hier auch noch ein Haufen Wölfe. Okay, zählen wir den kurz. Sehr schön. So, nachdem ich beim Misty Meadow und Lazy Lake keine gefunden habe, probiere ich es hier nochmal beim Killerküken, denn dort hatte ich auch schon zwei, drei Stück mit Mal. Aber in diesem Fall waren die nicht da. In diesem Fall bin ich jetzt nach Bonnie Burbs. Und da haben wir jetzt einem sein Velociraptor abgestaubt. Und wie ihr seht, ist da sogar noch ein zweiter. Machen wir den auch kurz weg. So, sehr schön. Ja, und wie ihr seht, sind die gar nicht so leicht zu finden. Ich markiere euch das nochmal. Hier habe ich den eben gefunden. Und damit wäre die Aufgabe auch erledigt. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!